Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Heute mit der Fragestellung Abnehmen, Alkohol. Was muss ich beachten? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis, also eure Ernährungstante. Für den ganzen Content plus weg, für die Informationen plus weg. Abonniert mich, je nachdem, wo ihr mich seht, auf den Kanälen. Also zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen Geschäftsmann in der Beratung, der tatsächlich vielfältig geschäftliche Essen hatte und die Fragestellung hochkam, da manchmal auch weltweit es wichtig in den Geschäftsessen ist oder beziehungsweise die Ablehnung von Alkohol nicht immer positiv auf der geschäftlichen Ebene, auf der gegenüberliegenden Seite ankommt, also bei dem Kunden zum Beispiel, war die Frage, was nun tun, wenn Alkoholverzicht nicht möglich ist oder nicht geht oder man ja den Alkohol trinken will und aber trotzdem abnehmen möchte. Da war dann die Frage, was kann man tun? Es ist so, dass der Alkohol am Ende ja immer aus Getreide besteht oder aus Obst besteht. Das heißt, die Grundlage bei Alkohol sind immer Kohlenhydrate, die den Zucker ansteigen lassen. Und dann habe ich den Alkohol selber, der ja auch noch Kalorien liefert, der ja im ersten Schritt von der Leber abgebaut wird. Also die Priorität der Entgiftung sozusagen setzt der Körper immer als erstes. Wenn ich jetzt eine Mahlzeit habe und einen Wein zum kohlenhydratreichen Essen, also Teller voll Nudeln oder eine Reispfanne oder ich habe Teiggebäck oder panierte Sachen oder diese klassischen Pommes und irgendwelche ummantelten Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei dazu. Das heißt, immer dann, wenn die Kohlenhydrate in der Mahlzeit ansteigen und der Alkohol dazu kommt, dann ist die Möglichkeit, dass aus beiden Verzehrung ein höherer Blutzucker wird, weil ja die Kohlenhydrate am Ende zu Glucose, der Einzeleinheit Traubenzucker werden. Und das passiert bei den Getränken natürlich auch. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, dass die Blutzuckerwerte sehr stark ansteigen, hohe Insulinspiegel dazukommen und dann das Körperfett schneller stabil bleibt oder eventuell auch ansteigt. Es ist so, was kann man jetzt tun? Also es gibt die Möglichkeit, wenn der Alkohol die Priorität ist, aus welchen Lebensgründen auch immer, aus welchen Entscheidungen auch immer, dann ist die Möglichkeit, die Kohlenhydrate in der Mahlzeit wegzulassen, also mehr Gemüse, mehr Fisch oder Fleisch oder Geflügel oder auch Ei. Das heißt, dass eine höhere Eiweißquelle kommt. Natürlich geht auch sowas wie Kräuterquark, Tzatziki und ähnliches. Das heißt, dass man versucht, die Gemüsequelle anzuheben, mindestens 2-3 Handvoll und auch den Anteil 2 Hände voll Gemüse mit zum Beispiel einem Anteil Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, möglichst nicht paniert, damit wir eben nicht die Panade haben, die am Ende Brot ist, was dann umgewandelt wird zu Zucker oder Paniermehl aus Brötchen sozusagen. Also da versuchen wir sozusagen die Kohlenhydrate im Essen dann wegzulassen. Hintergrund ist, es geht der Zuckerspiegel dann nur vom Alkohol hoch und an der Stelle gibt es dann die Möglichkeit, dass die Gewichtsabnahme nicht so doll gestoppt wird durch diese Menge an Kohlenhydraten, wenn ich Alkohol und kohlenhydratreiches Essen habe. Also für alle die, wo das eine Rolle spielt, wer Gewicht abnehmen will, es gibt dann nur die Möglichkeit weglassen, ne? Also gar nicht essen. Oder ich kann es moderat machen, wenn ich mich dafür entscheide, dann baue ich sozusagen einen Anteil Kohlenhydrate nämlich raus und nehme die Kohlenhydrate mit, die über den Alkohol kommen und das, was an Kalorien über den Alkohol kommt, nehme ich natürlich auch damit zu. Und in dem Moment habe ich die Möglichkeit, das Gewicht etwas stabiler zu halten oder sogar weiter auch in die Gewichtsabnahme zu gehen. Also ihr Lieben, ne? Guckt ein bisschen auf die Kohlenhydrate, auf die Menge. Ganz weglassen ist ja nicht sinnvoll. Man kann die Handvoll Kohlenhydrate auch nehmen, wenn jemand sagt, nee, Kohlenhydrate so komplett weglassen ist nicht so ganz meins. Das heißt, moderat gibt es ja eine Handvoll Kartoffelreis oder Nudeln, immer in dem Ernährungsmaß in der Empfehlung. Portionsmenge ist also entscheidend. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt nochmal dran, plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Eure Sandra.